So, wir sind wieder da fürs Podium. Ist vielleicht nicht für jeden energetisch spürbar, was sich da aufgebaut hat, was sich verändert hat. Aber ich denke, dass unsere Körper das sowieso wahrnehmen. Ich bin sehr dankbar für alle Beiträge. Die werden hinterher auch jahrelang wieder nachgesehen mit dem Begriff. Den wir jetzt jeder gewählt hat. Vielleicht magst du was sagen in deinem Verständnis Podium, ne? Eben, Ja. vielleicht ja. Das Podium ist noch nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, das ist immer den wichtigen Teil, wo wir aus der Sicht der organismischen Intelligenz das, was jeder gefühlt hat, gedacht, gefühlt hat, gesagt hat, alle Beiträge, dass sie als Teil eine höhere, größere Intelligenz gesehen werden. Ne? Das heißt, heute vielleicht schaffen wir das nicht. Ich habe nachher noch ein Teleseminar. Was habe ich wahrgenommen, wo Sarla gesprochen hat oder Sagarika oder Karl oder Sabine in den Tanz von Sabine und Ines. So, einfach alles, was gesagt worden ist, diese Fähigkeit, es zusammenzufügen, zusammenzubringen und ja, und einen Sprung gemeinsam zu machen in ein Neuland, wie der Karl das einfach auch nennt. Oder jeder hat unglaublich Wunderschönes auch gesagt. Und jetzt ist die Möglichkeit, wenn jemand noch etwas sagen möchte, sich über Skype meldet. Ich kann jetzt alle gemeinsam, aber ich denke, ist heute noch nicht der Wunsch, sondern wenn du etwas hinzufügen möchtest, etwas bemerken möchtest, was du geschenkt bekommen hast, was du wahrgenommen hast. Sabine und Ines werden das dann mit dem Körper darstellen, vorher und nachher, welche Tore sich jetzt geöffnet haben durch diese Begegnungen. Ne? Das ist, was oft nicht gesehen wird oder nicht, ja, das war und so, und dann sind wir nicht dankbar für alle Beiträge, die gegeben worden sind und was die uns auch, in uns, in jeder von uns auch geöffnet haben. Ne? Und das muss jetzt nicht so lang sein, weil es alles sehr intensiv, aber es ist jetzt möglich, etwas dazu zu sagen oder ein Lied zu singen oder was du möchtest. Oder natürlich, wenn wir sagen, okay, wenn ich jetzt in die Wahrnehmung gehe, als ich haben sich neue geometrische Formen gebildet heute, so wie was wie Dreieck, die noch nicht geordnet sind, die sich aber ordnen können. Ne? Und die Stäbe, diese geometrische Formen, die sich gebildet haben, die leuchten, die pulsieren und die haben alle unterschiedliche Farben. Also, wir haben die Möglichkeit, dieses neues Erkenntnisse, das Zusammenbringen dieser neuen Erkenntnisse, dann noch weiterhin verschmelzen zu lassen, weiterhin entwickeln zu lassen. Das liegt an uns, je nachdem, wie wir uns beziehen, aufeinander, füreinander und die Beiträge, die gegeben worden sind, in uns, in unser System, in unser Körper, in unsere Seele, so wie es jeder nennen möchte, in unserer Essenz weiterwirken zu lassen. So, da haben wir die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Bitte schön. Es sind gar nicht so viele Worte da, es ist nur eine so eine Ausdehnung in mir, eine Weite. Nicht nur in mir, durch mich, durch auch und gleichzeitig eine Ausdehnung, die über das Ganze hinausgeht, also über alle Referenten zu dieser Konferenz, also als hätte sich was geweitet.
ausgedehnt. Und das ist schwer mit Worte, da ist irgendwie. Ah, das ist irgendwie so eine starke Zentrierung spüre ich und gleichzeitig aber auch ein Auflösen da drin, also in dieser Weite, in diesem großen, weiten Raum mit allen und auch mit unseren Zuschauern natürlich. Die stille, lebendige Zuschauer, ich spüre sie. Ja, Intuition ist einfach, sich untereinander zu spüren, wo sie sitzen, wie sie gucken, wie sie lächeln. Und eine Entspannung da drin, eine Entspannung, ne, dass ich nichts, das war auch bei allen Beiträgen spürbar, dass es da keiner Vorbereitung bedarf oder irgendwas, so eine andere innere Vorbereitung, also so eine Entspannung in diesem Nichtwissen und dem sich hingeben und fließen lassen. Ja, sehr lebendig und gleichzeitig still. Schön. Ja, eben die Einladung, jetzt in die Wahrnehmung zu gehen. Jetzt, das ist Intuition, das ist gelebte Intuition. Was hast du wahrgenommen? Ob du da warst die ganze Zeit oder nicht? Ein Wort, ein Symbol. Was hast du gelernt? Ja, nicht jetzt theoretisch, sondern richtig. Bitteschön. Also in mir ist so eine Lust entstanden, auch das Ganze in der Bewegung auszudrücken. Also so eine Lebensfreude, so eine wiedererweckte Lebensfreude. In Richtung weiter den Mut zu haben, den Weg zu gehen auf das, was einem begegnet. Und gleichzeitig aber hier lieber auf der Couch sitzen, faul sein und nichts tun, in die Stille zu gehen. Ja, es ist so beides da. Und was sonst eher in der Unruhe war, ne, wenn so zwei verschiedene Dinge in mir waren, sonst immer so die Unruhe zu fühlen und das ist komplett verschwunden. Das ist spannend. Ne, interessant. Nicht getrieben sein von irgendetwas, sondern ich könnte jetzt mich bewegen, die Lust bewegen, aber ich kann auch hier sitzen und still sein. Auch das geht. Das ist toll. Sagarika Mitteilung auch, ne? Ja. Ja, es ist beides da und ich kann beides lassen. Boah, das ist für mich ja echt Hammer. So, noch mit Ungeduld hierhergekommen. Ja, ich muss sagen, wir haben hier natürlich einige Forschungsgruppen, Arbeitsgruppen und so wie eben Ines, viele sind verbunden mit ihrer individuellen Meisterschaft. Das machen wir in andere Ebenen, andere Dimensionen. Das ist unsere Forschung und unsere Möglichkeiten, die wir verbinden und mit ausschöpfen. Ja. So, könnt ihr mal in Skype vielleicht schreiben, ob ihr noch was dazu sagen wollt? Also da habt ihr jetzt 1 Minute Zeit, um das zu schreiben. Ansonsten gehen wir Stille Bewegung. in die stille Bewegung mit Ines und Sabine.
Und was hast du? schließen wir damit das Podium. Eben, Impulse sind einfach auch wichtig. Von mir aus nochmal, die Videos sind alle schon zu sehen. Das kann ich euch jetzt, also hier, alle Wiederholungen sind schon zu sehen. Das könnt ihr hier unten in der Video Library sehen, aber die werden dann gelöscht in ein, zwei Tagen oder drei. Dann einfach in die Veranstaltung, so wie wir das geschrieben haben, könnt ihr das da alle einzelnen Videos sehen, werden in AD und normal hochgeladen. Das heißt, das Fühlen der Beiträge in der Reihenfolge, die, wie sie gemacht worden sind, es hat seine Magie. Irgendwie Sabine oder die Referenten, die haben sich schon aufeinander intuitiv abgestimmt. Also, das war genial, die Reihenfolge. Und deswegen gibt einfach auch diese Video weiter. Es ist eine tiefe Meditation, die möglich ist. Und besonders für diese erwachte Energie, die da ist, die jetzt spürbar war, diese Stille und diese Impulse und Kunstwerke, die jeden Beitrag in sich hat und haben wird. Die nächsten Termine sind jetzt 29.08. und 7.10. und 7.11. Dann könnt ihr euch gern auch noch melden. Genau, traut euch gerne natürlich 3, 4 Vorträge. Es ist schön, die 15, 20 Minuten knappe Vorträge, damit die Leute, die sich das anschauen, sich informieren können. Anneliese und Guillaume sind da. Eben, man muss nicht wichtig oder richtig, also jeder kann seinen Beitrag geben in der Art, wie es jeder für richtig hält, auch mit einem Lied, mit Stille. Es geht darum, dass unsere absolute Ermächtigung, was mit der Natur zu tun hat, Intuition ist Natur, ist die Realität, ist die Macht, ist das, was auch verändern kann. Und wenn wir sagen, jeder aus seiner Erfahrung gibt seinen Beitrag mit einem kleinen Vortrag, jeder, der vorkommt und sagt, ich schenke und erlaubt es, in diese Ergänzung zu gehen, es in diesen Rat hineinzugeben, öffnet neue Dimensionen, öffnet neue Welten, reinigt die Luft, lässt die Menschen, die verzweifeln, vielleicht doch Vertrauen kommen oder entspannt irgendwo auf irgendeine Ebene auch Menschen, die in unserer Nähe sind, in eurer Nähe sind, weil sie irgendwie spüren, dass etwas Neues erkannt worden ist oder gemacht worden ist. Und diese Potenzierung ist für mich wesentlich. Und wie gesagt, Intuition wird nicht unterrichtet und das ist unsere Absicht, mit der IFI, Institut für Intuitive Intelligenz, für professionelle Anwendung Intuitive Intelligenz, weltweit das zu promoten. Wir beginnen mit diesen Konferenzen und jeder, der den Wunsch hat, authentisches Wissen, intuitives Wissen zu verbreiten und zu vermitteln, wir tun uns zusammen und wir wertschätzen uns. Und die Zertifikate oder die Anerkennungen, die wir geben,
wo wir sagen können, das, was Sabine sagt, ist echt, ist aus der Natur gekommen, ist aus der Intuition. Also die Intuition zu schulen, hallo Jenny, die Intuition, hallo Anneliese und Guillaume, die Intuition zu schulen, auf alle Ebenen, nicht nur jetzt ich für mein kleinen, in meine Welt, für das, was ich brauche, sondern dass wir Systeme entwickeln, sodass jeder Mensch diesen Zugang bekommt. Jeder Mensch, jedes Kind weiter in der Schule mit Intuition, dass die nicht getötet wird, dass die geschult wird. Jeder Wissenschaftler, jeder Künstler, jeder Student, jeder in der Firma geschult wird, das Erlaubnis hat, ich habe ein Erkenntnis und ich möchte einen Raum bekommen in meine Firma für Erkenntnisse, diese Erkenntnisse weiterzugeben, diese Intuition, diese Intelligenz, was inzwischen im Raum auch ist. Und was wir natürlich vorhaben, ist, wenn sich das entwickelt hat, dass wir Themen nehmen, wissenschaftliche Themen, Weltthemen, und dass wir gemeinsam in die Wahrnehmung gehen von das, was uns jetzt berührt. Eben als Beispiel, manche sagen, okay, die Sonnenaktivitäten so und so. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt 5 oder 10 Leute intuitiv in die Wahrnehmung der Veränderung der Sonne gehen, in einer Stunde bekommen wir mehr Informationen wie 1000 sogenannte Wissenschaftler, die sezieren, gucken, die nur anwenden, das, was, das, was die Intuition freigegeben hat, das, was wenige intuiert haben, ne? Und so diese spannende Begegnungen möchte ich machen. Wir haben begonnen, das einfach auch mit Krankheiten zu machen, die Wissenschaft der Gesundheit, dass wir sagen, okay, viele Leute haben jetzt Depressionen, dann gehen wir gemeinsam in das Thema Depressionen oder überdreht sein, ist vielleicht das Gleiche. Gemeinsam über die Intuition erkennen wir Zusammenhänge, die vielleicht in keinem Buch zu sehen sind, die vielleicht noch niemand bekommen hat. Denn schon heute, den ganzen Tag, das, was heute an Erkenntnisse in diese absolute Tiefe gegeben worden sind, die sind immens, wenn man sie annehmen kann, deuten kann und fühlen kann. Jenny, es ist schön, mich zu sehen, euch zu sehen. Eine besondere, wunderbare Zeit für uns alle. Katamilo auch anwesend, ja. Susi ist gerade gekommen. Und wieder gegangen. Und wieder gegangen. Anneliese und Guillaume, hatten ihr den Impuls, dass wir euch kurz schalten? Oder? Also ich hatte den Impuls, hatte ich ja vorhin auch geschrieben, dass ihr auch natürlich mit eurer wunderbaren Intuitionsarbeit, in eurem Wirken, dass ihr auch Raum bekommt in einer Konferenz. Oder wolltet ihr kurz grüßen? Eben. Bis die Antwort kommt, meldet euch für die nächste Konferenzen, Jenny, Anneliese, alle, ne, mit kleinen Themen, kleinen Beiträgen, wie man schön sagt, macht den Kohl Melose, aha. Was? Melose. Susi. So jeden kleinen Beitrag bringt zu Reichtum und bringt zu Erkenntnisse. Mimose? Mimose. Meine die Katze. Susi. Intuition ist rosa, wie ihr. Ja, Guillaume ist dabei.
Aha, okay. Ich bin auch Und rosa. Anneliese. Auch rosa. Ja. Schön. Eben. Vielleicht nehmen wir diesen Beitrag Intuition ist rosa als mächtiger Impuls, weil so ein Satz, so ein Impuls breitet sich aus. Und wenn es ein Symbol ist, eine Farbe, alles kommt an, alles entwickelt sich, alles geht in die Erkenntnisse. Okay, normalerweise, viele trauen sich natürlich nicht. Wir machen das so, dass wir eine Skype-Gruppe machen und fragen, wer dabei sein möchte. Das haben wir jetzt nicht gemacht, sind viele zurückgehalten. Oh, kann ich da was sagen? Was machen wir? Ja, wir tanzen jetzt, dann tanzen wir den Abschluss, wenn jetzt kein, also ja. Okay, ansonsten die nächste Konferenzen, meldet euch Jenny, auch alle, die wollen. Mit einem kleinen Beitrag über Skype. Es ist jeder, der dazu beiträgt, ist alles wichtig. Ihr wisst, man kann nichts falsch machen. Es ist wunderschön. Und wenn du einfach was Kleines erzählst oder Großes, alles trägt dazu bei, sind diese Impulse wie eine Konferenz, das Bilden einer Sphäre, ich nenne es organismische Intelligenz, dazu beitragen. Ja, dann bekommen wir jetzt die Zusammenfassung von Sabine und Ines. Das sind, das heißt, alles, was ihr gesehen und gelernt habt, wird durch ihren Interessant. Körper, durch den Tanz wieder, nehme ich an, zusammengewürfelt. Mal gucken, was kommt. Und der Körper ist der Sitz der Biologie, der Intuition. Und von innen gehen alle Eingebungen. Und wenn man den Körper bewegen lässt, schwingen lässt, auch wenn man ein Thema hat, man tanzt das Thema, man singt das Thema, aus dem Körper kommen die meisten Informationen. Ihr kennt es schon. Und deswegen haben wir angefangen mit einem Tanz und wir können auch mit einem Tanz enden. Und ich drehe die Kamera um. Und natürlich die Einladung, den Tanz mit hineinzunehmen, durch euer Körper auch wirken zu lassen. Ah, Guillaume will einen Beitrag geben. Nächstes Mal. Okay, ah, okay. Freuen uns, Guillaume. Okay. Ja,
Ja, das Bild ist verschwunden. Also wir sind noch da, aber das Bild ist verschwunden in Livestream. Okay. Passt. Die Dunkelheit kommt. Ja, das ist die Unendlichkeit. Na, das, die Leere ist auch wunderschön. Ja, so. Ja. Ja, in dem Nichts, ne? Ja, ja, ja. Und doch ist alles in dem Nichts möglich. Total. Dankeschön an alle. Ja, die hören uns nicht mehr. Oh. Interessant. Es ist wie jetzt. Wann ist es weggegangen? Mit diesem zum Schluss? Ja, ja. Ja, genau. Die Verbindung oder was? So du dieses Auflösen. Da ist es weggegangen. Ja. Ja. Okay.